Willkommen wieder zurück, Leute. Scheint eine Menge passiert zu sein hier, meine Güte. Ganz schön viele Sprechblasen, wie eh und je. Das da drüben mit Lilith und so, das habe ich schon mal gemacht, das mache ich jetzt immer so. Ist einfach ganz praktisch, dass sich das nicht immer wiederholt. Wir gucken mal. Wir kriegen einmal Perrys Lanze. Okay, alles klar. Ja gut, das ist mal ein bisschen zu früh dafür und ich glaube, das war auch ein ziemliches Mist-Item. Aber alles klar. Und hier kriegen wir nochmal Fleisch, jawoll. Beruka spürt, wie sie stärker wird und kriegt einen Stärke- und Magie-Boost. Naja, aber Stärke ist verdammt cool. Vor allem, diese Boosts hier, die fallen ja immer sehr großzügig aus, wie man sehen kann. Das ist schon beachtlich. Nicht schlecht, nicht schlecht. Was mag das wohl sein? Das sollte ich mir wohl näher betrachten. Ja, Sturmwind, auch sehr gut, Leute. Das fängt ja großartig an. Ich wünsche mir nur, wir würden mal mehr Materialien bekommen. Guckt euch das mal an. 23 Saphire und sonst nichts. Wir können jetzt Äxte schmieden. Yay, ganz, ganz, ganz viele Äxte. Äxte ohne Ende, Leute. Meine Güte. Also das wäre echt mal schön. Ich meine, wir haben jedes Nahrungsmittel sogar einmal bekommen, was erstaunlich ist. Aber bitte, gebt mir Materialien. Ich brauche auch andere Sachen. Gerade wenn ich solche Sachen wie Sturmwind bekomme, die natürlich ziemlich reinhauen können, wenn man sie dann auch noch hochschmiedet. Das ist schon verlockend. Muss man schon sagen. So, die Eisenachs kommt mal rüber. Dann schmieden wir uns gleich was zusammen. Arthur wird erstmal nur noch ein reiner Supporter werden. Der dürfte inzwischen, denke ich, schon etwas zu schlecht sein. Und auf Entwicklung habe ich gerade irgendwie keine Lust, um ehrlich zu sein. Das ist es mir schon gar nicht mehr wert. Bei Beruka hingegen sieht die Sache ein bisschen anders aus. Ja, und so Flugeinheiten kann man immer gebrauchen. Das ist schon eher verlockend. So, soweit habe ich jetzt mein Equipment erstmal ein bisschen umverteilt. Und ich denke mal, das ist auch ein bisschen besser, um ein bisschen Zeit einzusparen. Gehen wir nun allerdings in die Schmiede, Leute. Es wird endlich Zeit, mal etwas Tolles zu machen, oder? Ja, wir haben vor allem eigentlich da viel zu viel für Äxte, aber nun gut. Hier haben wir diese Bratpfanne bekommen. Ich meine, warum nicht, ne? Kann man mal machen. Achso, wir haben ja mehrere davon, aber natürlich mit der eigenen dann. Ja, von mir aus. Ich meine, das Ding ist treffsicher, also insofern habe ich da nichts dagegen. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen mehr. Moment mal, eine Bratpfanne. Das ist die Teflon-Pfanne, Leute. Meine Güte. Teflon. Schönen Caps Lock. Teflon, Leute. Qualität. Jawohl. Absolut. Teflon. Ist doch klar, ne? Gut, okay. Und auch die gute Beruka. Süße 2 Schadenspunkte extra. Die nehme ich doch gerne. Was machen wir daraus? Ah, Leute. Ich habe den perfekten Namen für eine Axt für Beruka. Das ist doch selbstverständlich, Leute. Ist doch ganz klar. So logisch. Wunderbar, Leute. Das ist die perfekte Axt für Beruka. Es gibt keinen besseren Namen. Das kann man gar nicht. Das ist einfach perfekt, Leute. Kann man nichts dagegen sagen. Ach, wenn wir schon dabei sind. Wir haben ja wirklich gerade eigentlich ein bisschen, ne? Wir können eigentlich tatsächlich noch 2 Eisenäxte dazu holen. Warum eigentlich nicht? Wisst ihr was? Ja, komm. Die sind gekauft. Ich glaube, das lohnt sich. Das wird heftig. Oh, bin schon ganz verpeilt hier. Aber zum Casino müssen wir auch noch. Von daher passt das schon. Darf ich auch nicht vergessen. Aber packen wir ruhig nochmal 2 Eisenäxte drauf. Warum eigentlich nicht? Das sollte sich, denke ich, lohnen. Und schmieden ist verdammt nützlich, Leute. Sollte man schon tun. So. Dann kannst du da einfach mal eine ganz normale draus machen. Pappalapapp. Genau, und das ist ein Punkt, Punkt, Punkt. Ja, kommen wir dann schon auf plus. Nochmal plus 2. Dann sind wir schon auf 12. Ne? Das ist schon ziemlich sick, weil wir Eisenäxte an sich ja keinen Drawback haben oder so von den Effekten. Ja, immer noch gut so. Sehr schön. Schon sind wir bei Kraft 12 angekommen. Ja, das sollte sich lohnen. Ich glaube, Beruka sollte absolut keine Probleme bekommen und so ziemlich alles vernichten. Das ist doch schön, oder? Ach ja, und wir sollten vielleicht doch mal Materialien umtauschen, wenn wir schon dabei sind. Wir haben einfach so viel. Ach, wartet mal, wie war denn das nochmal? Ach, das stand jetzt nicht mehr dabei, ne? Oh Gott. Jetzt habe ich das gerade gar nicht auf dem Schirm. Wir geben das für. Ja, hier kann man nur das auswählen, was man schon hatte. Ich muss jetzt mal kurz fast nachgucken, sogar, weil ich das nicht gerade auswendig im Kopf hatte. Ich meine, es war von oben nach unten noch Schwert, Lanze, Axt, oder? Ja, wobei ich bin. Nee, ich bin mir gerade echt unsicher.
Ich glaube, da muss ich mal kurz nachgucken tatsächlich, dass ich jetzt keinen Fehler mache. Denn wir wollen erstmal für ein Buch was haben. So, für uns interessant wären erstmal Smaragde zum Beispiel oder der Topaz. Das sind die beiden Sachen, die ich aktuell brauchen könnte. Zum einen mehr Schaden für Niles wäre cool über Bögen. Und halt hier Bücher. Ich glaube, ich nehme sogar beides mal mit. Das kann eigentlich auch nicht schaden. Wir haben ja genug, ne? Es kostet zwar eine Menge, aber es lohnt sich in dem Fall, weil wir kriegen so viele Saphire hinterhergeschmissen. Wir brauchen mal irgendwas anderes. Und wenn wir die ansparen, dann können wir später mal die Arena nutzen, sobald die gebaut ist, und können halt regulär Sachen hier erfarmen, ohne Probleme. Das ist halt um einiges leichter. Warum bin ich jetzt gegangen? Ich wollte doch eigentlich noch was spielen. Meine Güte. Ach, schrecklich. Diese Verpeiltheit, Leute. Egal. Ich denke, ein Sturmwind hochzuschmieden wäre nicht unbedingt verkehrt. Das ist tatsächlich ein ganz guter Zauber. Das ist eigentlich ganz praktisch, wenn man den hat. Why not, ne? Das ist eigentlich echt ganz cool. Einfach, wenn man so einen Tick schneller ist. Kann ganz gut ein paar Stats ausgleichen dadurch. Das bringt uns nochmal zwei Kraft einfach drauf, was Sturmwind schon mal etwas besser macht dann als Feuer sowieso, sogar als Donner dann, ne? Und mit der Effektivgeschwindigkeit plus 3 ist das doch ganz cool. Ach ja, wenn dann vielleicht eher sogar auf Nix. Ich bin mir nicht ganz sicher, wobei Elise muss ja noch nachziehen vom Waffenrang. Das ist Geschmackssache, denke ich mal. Donner zu kombinieren bringt uns nur auf 7, das ist jetzt nicht unbedingt sehr stark. Nee, soll sich ruhig Elise das Ganze mal gönnen. Wobei, warte mal, wir brauchen einen Speed-Vergleich mal ganz kurz. Wer profitiert denn vom Waffeneffekt theoretisch eigentlich mehr? Du hast 12 Geschwindigkeit, du hast 13. Okay, Elise kriegt's. Alles klar. Dann ist die Sache eindeutig für mich. Schwuppdiwupp. Ach ja, Sturmwind. Ein Windzauber. Ja, Leute, ich habe den perfekten Namen. Dieser Zauber ist Elliewind. Ja, ich bin kreativ, was? Unglaublich. Es ist jetzt Elliewind. So, Moment. Moment. Schwupp. Schwupp. Du löscht den Falschen raus. Whatever. Dann eben nochmal. So. Ja. Ich gebe den Ellie Wood. Und wenn wir schon bei Elise sind, dann machen wir halt eine Kombination draus. Elliewind. Oh, verdammt. Was ist das für ein großes, hässliches I hier? Meine Güte. Yeah. Voll gut und so. Welch kreative Meisterleistung. Ich bin ganz stolz auf mich, Leute. Unglaublich. So. Wir besuchen als nächstes, genau, nochmal ganz kurz das Arsenal. Und dann kriegt Niles jetzt auch nochmal einen kleinen Boost rein. Den hat er sich verdient. Und dann auch nochmal den zweiten Eisenbogen sich krallen. Oh ja, und wir haben sogar aktuell einen Sale. Das ist ja fantastisch. Krallen wir uns gleich noch mehr vielleicht sogar. Aber wir können uns das Schmieden jetzt sowieso noch nicht aktuell leisten. Trotzdem ein sehr guter Moment, um einen Eisenbogen zu schmieden. Schön abgepasst. Sehr gut, dass Niles hier gerade steht, wirklich. Generell haben wir gerade ein bisschen Glück, was das betrifft. Auch, dass Arthur hier drin war, weil wir hauptsächlich Äxte schmieden. Passt perfekt. Wunderbar. So. Ja, ich denke mal, das tut ihn ganz gut. Ach Gott, jetzt brauchen wir für dich auch noch irgendwas. Meine Güte. Gut, ich meine, es ist Niles. Da fällt das nicht weiter schwer oder so. Oh yes, Leute. Ganz genau. So ist es richtig. Und nicht anders. Oh yes. Können wir Lenny Face mit dazu bauen? Ich glaube, es ist nicht möglich, oder? Nein. Okay. Das hätte gepasst. Aber nun gut. Genug davon. Tralala. So, jetzt aber ins Casino. Oh. Odin. Ich, Odin der Finstere, werde alle Mächte der Dunkelheit für dies Glanz mal nutzen. Oh Gott. Ich hoffe mal, das wird was. Warte, ich spüre einer keines Bösen. Bleibt hier, bewegt euch nicht. Oh Gott. Ich kann mir vorstellen, wie Odin einfach die ganze Küche in Flammen steckt, überall Blitze drauf feuert und was weiß ich. Dann bezeichnet das als geweihtes, heiliges Mal, das irgendwas, keine Ahnung. Hier ist euer Spezialgericht. Ich mischte den Götternektar mit dem Gericht. Lecker. Der Geschmack ist auserwählt. Na sowas. Gucken wir doch mal, wie gut das ankommt. Das Essen war gut. Ich glaube aber, dass man mehr aus dem Rezept machen könnte. Nun, immerhin ist es essbar. Alright. Es besteht nicht und fällt nicht durch. Es ist einfach. Okay. Ah ja, okay. Alle Einheiten Magie plus 1. Ja, wenn es auf alle geht, warum eigentlich nicht? Das ist durchaus ganz schick. Wer hat denn die Stärke abbekommen?
Gibt nicht so viele, die Stärke unbedingt nötig hätten, sagen wir es mal so. Du nicht, du hast sie, glaube ich, ne? Ja, das sieht gut aus. Du hast sie nicht abbekommen, sehr gut. Effi hat sie abbekommen, anscheinend. Niles, ja, das sieht gut aus. Ja, wunderbar, perfekt, das ist schon mal sehr gut. Asura, das ist irrelevant, bei dir wäre es auch egal gewesen. Selena kommt ja nicht mit. Camilla hat anscheinend auch was bekommen, oder? Ah ne, ja, Stärke plus 2, richtig. Teflon hat sie dabei, das ist das Wichtigste, ja, ja. Magie plus 1, oh mein Gott, Leute. Ja, Status plus 4, Gericht plus 1, ne? Jetzt hat sie einfach mal 20 Stärke, auch lol. Hey, damit hat sie mehr Stärke als Camilla eigentlich, weil Camilla hat ja plus 2 da drin. Ah ne, Quatsch, ihr habt alle beide plus 2, richtig. Ja, dann passt alles. Alles gut. Habt ihr beide Stärke plus 2 Skill? Ah ja, sogar Hitaka. Aber irgendjemand bleibt, glaube ich, wieder weg. Wir müssen mal gucken, Leute, wir müssen mal gucken. Jetzt sind erstmal Supports dran und das sind so verdammt viele. Oh Gott. Aber, naja, es wird bestimmt ganz lustig, also von daher... Let's go, würde ich sagen. Los geht's. Hallo Elise, wollen wir mit dem heutigen Training beginnen? Alles in Ordnung, Elise? Nicht wirklich, es ist nur, ich habe so hart trainiert und bin immer noch eine Last. Unsinn, du hast dich wirklich sehr gemacht. Hab Geduld, das dauert seine Zeit. Meinst du echt, bin ich wirklich schon viel besser geworden? Aber sicher, allerdings wirst du nur dann besser, wenn du täglich hart trainierst. Du hast recht, Schluss mit Geschmolle, ab jetzt gebe ich immer mein Bestes. Das ist die richtige Einstellung. Also, was üben wir heute? Tritte, Schläge, böse Gucken? Heute kräftigen wir deinen Oberkörper. Und zwar mit Liegestützen. Dann mal runter mit dir. Ich will 20 saubere Wiederholungen sehen. Vor allem, wie alt ist bitte schon Elise? Das... Ja, gut. 20 Liegestützen, okay. 20 am Stück, geht das überhaupt? Die machen doch nur so große, muskulöse Typen und keine kleinen, süßen Mädchen. Unsinn. Liegestützen kann jeder. Zumindest jeder, der es mit dem Training ernst meint. Na gut, wenn du meinst, Mary Sue, dann versuche ich's mal. 1, 2, 3, 4. Das machst du super, weiter so. 5. Oh. Was ist denn los? Du machst doch nicht etwa schon schlapp, oder? Wenn du stärker werden willst, darfst du nicht aufgeben, wenn es anstrengend wird. Aber meine Arme zittern schon und der Schweiß klebt so fies. Ohne Fleiß kein Preis. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, konzentriere dich aufs Ziel. Du möchtest doch stärker werden, oder? Dann musst du das jetzt durchziehen. Denkst du, du schaffst das? Ja. Ja, ich schaffe das. Ich will besser werden und stärker und verschwitzter. Okay, gut. So kenne ich dich, Elise. Dann lass es uns erneut versuchen. Los, 10 Liegestützen. Jawohl. 1, 2, 3. Gott. Dabei stellt man sich vor, wahrscheinlich irgendwo Niles im Eck auch noch rumsteht, der Olle. Ja, ja, ne? Ich glaube, das war das Stichwort auch noch. Bestimmt. Der alte Schlawiner, der. Meine Güte. Aber jetzt kommt mal nix dran. Hier steht das auch nicht, aber war ich mir sicher, es hier zu finden. Was ist denn los, Nix? Du siehst aufgebracht aus. Mary Sue, ist nicht weiter wichtig. Dir scheint aber etwas daran zu liegen. Lass es mich wissen, falls ich helfen kann. Das ist sehr nett von dir. Wenn du wirklich helfen willst, kümmere dich um meine eigenen Angelegenheiten. Entschuldige bitte, ich wollte mich nicht einmischen. Keine Ursache, du bist ja noch jung. Da will ich dir nochmal verzeihen. Ich? Jung? Wenn ich das richtig sehe, bin ich eindeutig älter als du. Bist du fertig? Ja? Vielleicht war ich zu grob zu dir. Du hattest sicher gute Absichten. Aber wenn eine Dame ein Geheimnis zu hüten versucht, bohr bitte nicht nach. Versuch das in Zukunft zu beherzigen. Verstanden? Gut, und jetzt ab mit dir. Ach, die mysteriöse Nix. Die ein bisschen sehr abweisend wirkt, aber nun gut. Silas und Jacob, na sowas. Oh, hallo Jacob, wie geht es dir? Silas. Du bist wohl mit einem neuen lächerlichen Botengang der Barmherzigkeit beschäftigt. Woher weißt du das? Dein Altruismus steht dir ins Gesicht geschrieben. Dass dich diese Philosophie nicht zu einem Schatten deiner selbst hat werden lassen. Sag, was du willst, ich bin kein Held. Und dennoch konntest du bislang keiner rührseligen Geschichte widerstehen. Was soll ich sagen, du hast mich erwischt. Je länger du den Leuten Gehör schenkst, desto tiefer ziehen sie dich in ihren Bann. Bist du stärker in Mitleidenschaft gezogen, wirst... Was... Bis du stärker in Mitleidenschaft gezogen wirst, als der eigentlich Geschädigte, habe ich nicht recht. Nicht wirklich. Für mich jedenfalls macht dieses Verhalten einen Helden aus. Mein aufrichtiges Beileid. Beileid, meine Güte. Bin halt ein bisschen zu schnell unterwegs, huh? Egal. Er hat mich auf frischer Tat ertappt. Na sowas. Das ging ja flott, meine Güte. Wir kommen heute gut voran. Hallo, Niles. Ich glaube nicht, dass wir schon einmal das Vergnügen hatten. Das stimmt. Was mir immer komisch vorkam, da wir beide am gleichen Ort stationiert sind. Ja, du ruf halt dir voraus. Ich habe mir wohl nie die Mühe gemacht, dich kennenzulernen.
Wegen meiner Vergangenheit, wie oberflächlich von dir. Ich habe mir so oft etwas gedacht, weshalb ich dich auch nicht näher kennenlernen wollte. Nichts missfällt mir mehr als ein arroganter kleiner Musterknabe. Ich spreche von dir, falls du es nicht bemerkt haben solltest. Oh je, yeah, das muss die spitze Zunge sein, für die du bekannt bist. Sieh mal, ich wollte dich nicht auf dem falschen Fuß erwischen. Und dennoch hast du es ein weiterer Misserfolg für deine Liste der Reinfälle. Du bist schon sprachlos, wie niedlich. Wie wär's, wenn ich wirklich etwas Beleidigendes sage? Etwas, bei dem du deine Ohren nicht trauen wollen würdest. Es ist so unangenehm, ich möchte diese Unterhaltung jetzt beenden. Nun gut, heute lasse ich dich noch einmal vom Haken. Aber sieh zu, dass du dir ein dickeres Fell zulegst, falls du wieder mit mir reden willst. Oha. Ansage ist am Start, Leute. Niles und Azura, ach du meine Güte, es geht immer so weiter, was? My Lady Azura, dürfte ich euch zu einer kleinen Unterhaltung entführen? Was ist los? Ihr seht nicht beschäftigt aus. Sicherlich habt ihr etwas Zeit. Das ist es nicht, es ist nur, was um alles in der Welt hätten du und ich zu bereden. Wir könnten uns über eine Reihe von Dingen unterhalten. Niles, ich will nicht unhöflich sein, aber die Alte ruft voraus, unangebracht zu reden. Das stimmt, aber keine Angst, Milady. Ich schwöre, meine Zunge bei euch zu hüten. Nie beschämte ich euch, indem ich eure Ohren meiner unflätigen Sprache aussetze. Meinst du das ernst? Ihr habt mein Wort. Ich muss gestehen, ich bin fassungslos. Ich habe dich nie für einen Kavalier gehalten. Gebt mir doch einfach eine Chance. Ich will noch mehr erklären, aber nicht jetzt. In Ordnung, Niles, ich gedulde mich. Na, sowas aber auch. Und noch Camilla und Selena. Ich bin mit dem Kontrollrundgang fertig, My Lady Camilla. Es gibt nichts zu berichten. Vielen Dank, Selena. Hast du auch die Keller überprüft? Macht euch keine Sorgen, ich habe überall nachgesehen. Sehr gut, Selena. Gute Arbeit. Das ist schließlich meine Aufgabe. Ich bin eure Lieblingsgetreue, nicht wahr? Ich kann mich stets auf dich verlassen. Das ist schön zu hören, aber das war nicht meine Frage. Ich will die Beste sein. Du bist ein starkes, süßes Mädchen. Reicht dir das nicht? Ihr weicht meiner Frage aus. Aber ich weiß, dass ihr euch um mich sorgt und das ist die Hauptsache. Jede meiner Getreuen ist mir sehr wichtig. Du also natürlich auch, meine liebe Selena. Du bist mir so wichtig, dass ich dich eher umbringen würde, als dich gehen zu lassen. Oh, Milady Camilla, das ist nicht die Art Bestätigung, auf die ich gehofft hatte. Na, sowas aber auch. Ja gut, kann man auch so formulieren, alles klar. Gut, gehen wir los. Ja, ich denke, wir haben alles erledigt. Sehr schön. Kapitel 11, der Regenbogenweise. Oh nein, wenn ich den Namen schon lese, ich finde ihn immer doch so absolut lächerlich. Oh Gott. Wer kam überhaupt auf den Namen Regenbogenweißer? Meine Güte. Die Gruppe von Mary Sue schafft es sicher nach Notre-Sagesse. Nur um zu erfahren, dass ihnen eine horschidische Streitmacht dort bereits zuvor gekommen ist. Let's go! Der Regenbogenweißer, ja. Notre-Sagesse. Ich liebe es, wie der Hafen exakt identisch ist mit dem letzten. Ich hätte die Häuser so minimal umverteilen können. Aber egal. Es war ein hartes Stück Arbeit, aber endlich sind wir in Notre-Sagesse angelangt. Die Überfahrt verlief ruhiger als erwartet. Vielleicht haben wir nun mehr Glück. Yes. Ja, vielleicht, obwohl ich zugeben muss, dass ich so ein mulmiges Gefühl habe. Oh, gibt's einen Grund zur Beunruhigung? König Garon sagte, dieser Ort sei voller Horschiden. Und dennoch konnten wir relativ unbehelligt die Fähre verlassen. Seltsam. Du hast recht, ich war so froh über unsere Ankunft, dass ich das nicht beachtet habe. Und hier sehe ich auch keine Soldaten, nicht einen einzigen. Wenn du mich fragst, ist das entweder eine Falle oder ein großes Missverständnis. Großes Missverständnis? Sind wir etwa bei Fates? Wir halten unsere Augen offen, aber zuerst muss ich mehr über den Weißen erfahren. Lass uns mit den Einheimischen reden. Vielleicht können sie Licht ins Dunkel bringen. Hallo, entschuldigt bitte, werte Dame. Könnte ich euch kurz etwas fragen? Sprichst du mit mir? Ja, bitte verzeiht die Störung, aber ich hatte gehofft, ihr könntet mir weiterhelfen. Wir hörten, dass die Hoschidische Armee hier stationiert war, aber es scheint... Hoschiden? Ach ja, da war ein ganzer Trupp von denen, ist gar nicht lange her. Waren bis an die Zähne bewaffnet, haben uns nichts getan, waren aber ziemlich pampig. Die haben den Weißen mitgenommen, sagten, sie seien die neuen Aufpasser. Wir dachten, die veräppeln uns, aber wir konnten ihnen ja schlecht widersprechen. Sie haben den Regenbogenweisen Beberast entführt? Diese hinterhältigen Feiglinge. Wisst ihr zufällig, wohin sie ihn gebracht haben? Klar, sie schleppten ihn in den Berg Sagesse rauf, gleich da drüben, nicht zu verfehlen. Ihr Leuchtchen wollt aber nicht darauf, oder? Da wärt ihr ganz schön blöd. Dort oben wartet nichts als Leid. Bleibt lieber unten, wenn euch euer Leben lieb ist. Was meint ihr damit? Diesen Berg zu besteigen ist die Mutprobe schlechthin oder sowas. Ständig probiert ein Verrückter ihn zu erklimmen. Die meisten kommen nie wieder.
Es heißt, wenn man es schafft und das siebenfache Heiligtum betrifft, stirbt man. Das siebenfache Heiligtum, wie geheimnisvoll. Sieben, natürlich. Die Klischeezahl. Aber ey, was hast du vor, Mary Sue? Das klingt nach einer Falle. Das tut es, aber es lässt sich nicht ändern. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wenn ich dieses Mal versage, wird mich Vater wirklich umbringen. Mit diesen Aufträgen will er mich testen. Ja, vielleicht gar quälen. Ich darf nicht zögern. Ich liebe es, wie du es einfach so raushaust, ne? Ja, vielleicht will er mich ja sogar quälen, aber das ist mir eigentlich trotz allem relativ egal. Ich mach das einfach mal so und brauche auch nicht irgendwo im Hinterhalt was zu planen, was absolut cool wäre und Conquest auf eine ganz andere Ebene heben würde, wenn man wirklich insgeheim gegen Garon schon mal im Hintergrund seinen Schachzug planen würde. Aber dazu kommt es ja leider nie. Ich muss diesen Krieg um jeden Preis beenden, aber das kann ich nur lebendig. Wenn ich hier geprüft werden soll, dann ist es ebenso. Ich werde nicht versagen. Ich verstehe. Willst du dies tun, so hindere ich dich nicht. Ich folge dir bis zum Ende. Azura. Danke, Azura. Ich weiß zwar nicht, warum ihr das Ding raufklettern wollt, aber viel Glück. Versucht nur bitte, nicht ins Gras zu beißen. Wäre schade, wenn eine junge Möchtegern-Heldin hinaufklettern und dabei stirbt. Yes. Ich verspreche, ich komme heil zurück. Ich bin euch zutiefst dankbar für die wertvollen Informationen. Ach ja, Kapitel 11 wird, glaube ich, sehr entspannend. Das wird eines der entspanntesten Herrschaftskapitel überhaupt sein. Da kann man sich mal so richtig schön seinen Kaffee oder Tee gönnen und nebenbei einfach lässig spielen, ganz im Ernst. Das dürfte super entspannt sein. Also da mache ich mir überhaupt keine Gedanken dazu. Das ist halt wirklich easy. Dieses Ding raufzuklettern ist für wahr ein Test, ein Ausdauertest. Ihr Götter, das dauert ja ewig. Oh, meine arme kleine Mary Sue, du siehst so erschöpft aus. Warum ruste ich nicht ein wenig aus? Du kannst auf meinen Drachen reiten. Das ist sehr lieb von dir, Camilla, aber ich werde es überleben. Sicher könnte jemand anders eine Pause viel dringender gebrauchen als ich. Oh, Mary Sue, du bist so süß. Ich will dich drücken und nie mehr loslassen. Diese nervigen Moschiden werde ich es nie verzeihen, dass sie dich so leiden ließen. Sobald wir am Gipfel sind, sorge ich dafür, dass sie für deinen Schmerz bezahlen. Was könnte das sein? Ich glaube, ich sehe etwas. Sind wir schon da? Könnte das siebenfache Heiligtum sein? Es scheint so. Hier wird der Kampf also ausgefochten. Sehr auf der Hut, da erwarten uns gewiss viele Hoshiden, die uns auflauern. Keine Sorge, Mary Sue, du musst keine Angst haben. Ich bin immer bei dir, genau wie alle anderen. Sind deine falschen Hoshido-Schwestern da drin, umso besser, ich verliere nicht. Du hast recht, wir müssen gewinnen, egal was kommt und wer uns drin erwartet. Gute Einstellung. Ah ja. Verzeiht die Störung, Milady Hinoka, aber das norische Heer hat uns erreicht. Was? Sie haben es also geschafft, den Berg zu erklimmen? Diese kleine Räuberbande ist fähiger, als ich es ihnen zugetraut hätte. Aber nach so einem mühsamen Aufstieg können sie unsere Armee niemals schlagen. Wir dürfen auf keinen Fall zulassen, dass sie den Weisen in die Finger kriegen. Alle Mann, macht euch kampfbereit, das hier ist keine Übung. Alright. Hier gibt es da dieses wunderbare Treppenelement, was ich sehr schön finde. Oh ja. Schön eingekämmt mit einer Masse an Schützen. Ach ja, stimmt ja, seit der Talion-Schützen. Haha. Einen Tigergeist haben wir hier. Und der Stahl-Kurzbogen ist hier Setsuna vorbehalten. Erstmal. Ja, mächtige Waffe, definitiv. Aber die sollten relativ wenig zu melden haben. Vor allem, wenn wir da mit Dunkelritter Nix reingehen, kann uns eigentlich quasi nix passieren. Ha! Okay, ich vergrab mich gleich. So, da haben wir den Hammer, wunderbar. Das heißt, ja, ich meine, kann uns quasi egal sein. Das ist das Schöne daran. Eine Armee mit stahlschurigen Ninjas, die leider etwas problematischer sind wiederum. Der gute Kase hat Vorteil, muss er auch aufpassen und er ist recht treffsicher mit dem Herzsucher. Aber wird wahrscheinlich auf Distanz angreifen. Er ist unglaublich schnell, also Vorsicht, aber ja, das kriegt man hin, das ist kein Problem. So. Ja, und Rinka hier, sollte man jetzt nicht unbedingt magisch so jemanden reinstellen vielleicht, aber ansonsten papalapap. Oh Gott, der hat Speed Seal drin, das ist nervig. Ah, ich frage mich aber, ob ich den mir nicht sogar capturen würde. Ist ja tendenziell interessant zum Capturen eigentlich schon, ne? Weil Speed Seal tatsächlich ziemlich nützlich ist. Generell wäre das mal interessant zu gucken, ob man nicht irgendeinen noch sich holen möchte. Ihr habt alle euer Arcanum dabei, ja. Da haben wir einen Asama. Der hat eine Fluchroute dabei. Sehr gefährliches Teil. Muss man vorsichtig sein. Ich meine, den Range markieren sieht man schon. Der kommt auch ganz schön weit. Und da kann man eigentlich relativ wenig leider nur machen. So ein bisschen schade. Man kann allerdings eventuell von der anderen Seite einfach ihn erledigen und dann den Rest sich drum kümmern. Oder wie auch immer. Hier hat man sehr viel magischen Schaden.
Ich meine, Elise im Prinzip hat schon nahezu nichts zu befürchten, aber der Resistenz, die ich da raushol, das kann mir relativ egal sein, ne? Genau, dann haben wir hier Hinoka, die interessanterweise den Flügelschild hat. Ja, also wir können hier mit Bögen nicht wirklich was machen, aber es ist auch keine große Sache, trotz allem. Ne, Camilla macht trotzdem kurz einen Prozess mit Hinoka. Wir haben natürlich Donner-Naginatas auch, ein bisschen nervig. Naja, Flügelschild würde weggehen, wenn wir sie capturen würden übrigens. Das ist ganz interessant, dass das hier Samurais sind mit diesem Skill. Ich frage mich, ob man die nicht sogar capturen sollte. Die haben ja ganz gute Werte. Wir haben Level 11, das heißt zwei Level und ich würde die Samurai-Skills beide nachlernen direkt. Interessant. Man sollte immer darauf achten, dass man sich auch gut entscheidet für Captures. Ist durchaus wichtig, wenn man die Option hat, ne? Wenn Skills in der Regel oft auch weggehen können, aber normalerweise nur exklusive Skills. Und halt exklusive Waffen würden auch entsprechend verschwinden, etc. Ist ja klar. Wow, ihr habt sogar... Das ist echt auch echt interessant. Die haben zum einen mal wegziehen und zum anderen haben sie einen defensiven Hieb hier. Verlockend, verlockend. Aber Ninjas sind an sich halt auch ganz cool. Meister Ninja vor allem, denke ich auch, ist eine der besseren Klassen im Spiel. Kriegen sehr ausgewogene Boni rundum noch draufgerechnet. Die durchaus ganz nett sind. Also ja, ich denke mal zum Capturing, ja, ist relativ klar. Talion brauche ich nicht, das ist Quatsch. Bin auch kein Talion-Fan. So, ansonsten ja, ich weiß nicht. Muss ich mal gucken, wenn wir uns da krallen wollen eigentlich. Ich habe schon gemeint, Selena wollte ich eigentlich gar nicht mitnehmen. Oh, jetzt haben wir aber bei Ruka auch eventuell... Nee, also Odin muss auf jeden Fall mit, das ist klar. Jetzt müssen wir echt mal gucken, wie wir das am besten machen. Moment, stopp, stopp, stopp. Wir müssen mal Supports farmen und das ist super wichtig. Jetzt zum Beispiel Nyx und Odin. Odin ist das letzte Mal nicht dabei, aber wir wollen immer noch die Supports farmen. Ophelia ist eine der wichtigsten Missionen im Spiel, weil wir dann sehr viele tolle Items kriegen. Und die sollte man am besten schnell machen. Dementsprechend sollten wir gucken, dass wir den Support auf jeden Fall schon mal fördern können, so schnell wie möglich. So, ich habe meine so schlaue Supportliste, die musst du mal kurz vorkramen. Ich habe mir schon alles notiert, was ich einfach machen will. Das sind auch Reihenfolgen und so berücksichtigt, was einfach von bestimmten Join-Daten an den Charakter kommt, ganz praktisch ist, weil hier geht es vor allem oftmals darum, einfach schnell zu sein. Niles und Effie haben wir bisher sowieso schon gefördert und Niles muss sowieso mit. Keine Frage, okay. So, dann haben wir Nyx und Odin, genau. Arthur und Camilla wollte ich machen. Wahrscheinlich auch ganz sinnvoll. Okay, Arthur, Camilla. Das wird allerdings noch ein bisschen dauern. Das ist natürlich das andere. So, dann wollte ich eventuell Jacob Asura machen. Und eigentlich... Okay, Peruka... Ah, das ist fast ein bisschen ärgerlich für die starke Waffe und auch den aktuellen Support, den wir drauf haben. Mit 20 Stärke ist schon sehr beachtlich. Allerdings wollte ich Kase Peruka machen. Und dementsprechend ist sie gerade sich etwas unnötig. Ansonsten mache ich Elise Silas aus einem einfachen Grund, weil die schon Support auf C haben und manchmal ist Tempo wichtiger. In dem Run sowieso. Also es kommt wahrscheinlich auch zu sehr vielen ungewöhnlichen Pairings, die theoretisch nicht im normalen Game sonderlich gut wären. Wobei Camilla, Arthur zum Beispiel ist auf jeden Fall gut, das ist keine Frage. Effie, Niles sollte auch ziemlich gut sein. Nyx, Odin eigentlich auch. Und Jacob, Asura eigentlich schon auch. Es ist halt eher das hier, ist ein bisschen fragwürdig, Elise Silas, aber gut. Ja, vor allem, weil wir hier Troubadour haben, ne, auf beides. Das heißt, es müsste... Ja, es ist dann so, dass auch Dwyer Zugang hat auf Pegasus Ritter, theoretisch. Das ist ein ganz gutes Pairing, so oder so. Auch stat-technisch ziemlich gut. Das ergänzt sich sehr gut. Jacob Asura zum Beispiel, finde ich. Dann kommt halt Haka wahrscheinlich gar nicht mit diesmal, wenn ich das richtig sehe, was aber nicht schlimm ist. Wir haben hier auch einige magische Gegner, etc. Und man hat verdammt viel Zeit in dem Kapitel, wirklich alles sich schön zu organisieren. Die Räume der Reihe nach zu clearen. Also das ist ein Kapitel, da kann man echt mal Zeit investieren, das ist überhaupt kein Thema. Aber wir müssen mal gucken, dass unsere Supports auch in die Gänge kommen. Dann würde ich nur die Waffe vielleicht umverteilen. Wir haben aber nicht so viele Axtkämpfer wiederum. Wenn ich jetzt Arthur mit Camilla zusammenstelle, ja gut, ne? Teflon, Leute. Ja, aber gut, wir können dir noch einen Wurfball geben oder was weiß ich. Und mit der Doppelkeule sind wir vor allem in enormem Vorteil gegen so viele Leute. Wir klatschen so gut wie alles weg damit. Ja. Muss jetzt erstmal sein, aber ist ja auch egal. Peruka sollte trotzdem ziemlich abgehen können. Gucken wir mal, sobald die ersten Kinder dann dabei sind, können wir auch bestimmte Charaktere wiederum aussortieren, wie zum Beispiel Odin will ich auf keinen Fall dabei haben in Zukunft. Der fällt definitiv dann raus, aber ist halt wichtig, dass wir einen Support noch irgendwo farmen. Sonst haben wir irgendwo Schwierigkeiten. Okay, würde ich sagen, lassen wir es dabei. Ist eigentlich ganz gut. Dann starten wir beim nächsten Mal auch hier frisch rein. Also wirklich geht es dann zügig los direkt. Zack, 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 alles der Reihe nach. Oh yes, Leute. Na, sieht doch gut aus.
Ja, ich meine, das ist auch schon ordentlicher Schaden. Und allgemein, ne, Schmieden ist halt einfach brutal. Ich meine, wir können jetzt uns auch mal die Eisenachs plus 2 zum Beispiel Camilla angucken. Das dürfte ja relativ schnell schon ziemlich eskalieren. Okay, jetzt sind wir sogar auf Stahlachs-Niveau, aber es ist halt 7% präziser, ne? Schon haben wir Treffer 105 bei 33 Angriff. Ist lustig. So schnell geht das und das ist halt generell sehr, sehr praktisch. Und das ist halt einfach sinnvoller, oftmals noch ein bisschen mehr zu schmieden lieber und das ein bisschen zu verteilen, als dass ich mir da irgendwas Neues kaufe, was an sich eigentlich dann doch, naja, oftmals ein bisschen schwächer dann ausfällt, einfach direkt. Was da besser werden könnte, wenn es noch weiter hochschmiedet, aber so viel Geld habt ihr in Conquest sowieso nicht, also, ne. Das ist schon ganz cool so. Muss mal gucken, wann wir irgendwann einen Blacksmith-Skill vielleicht vernünftig nutzen können. Weil theoretisch könnten wir zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit, wenn wir Blacksmith nehmen, eben Hoshiden-Waffen kriegen, was ganz lustig ist. Das kann man sicherlich auch ganz gut ausnutzen. Bei Eisen-Naginata wäre es beispielsweise ganz cool, wenn man eh den Defensive-Buff drin hat vom Naginata. Um die noch ein bisschen hochzuschmieden, wäre ganz lustig, wenn wir da ein bisschen Glück haben, zum Beispiel. Aber es gibt auch andere gute Möglichkeiten auf jeden Fall. Aber bis wir zum Blacksmith kommen, könnte es noch immer noch dauern. Ich weiß nicht, oder nehme ich doch mal ein Herzjäger. Ich meine, Mary Sue steht ja sonst eh nur rum und greift ja nicht wirklich aktiv großartig ins Geschehen ein. Dann könnte ich die Skills allmählich nachlernen. Ich meine, mit dem Schubsen vom Onibarbahn könnte man sicherlich auch ein bisschen was machen. Aber bis ich dann wieder auf Level 5 komme beim Blacksmith, das dauert. Und das ist ja generell so. Corrin ist fast nur ein Support-Char dann eigentlich in dem Run so. Aber der Personal Skill ist dafür auch gut genug. Treffer plus 10, zugefügter Schaden plus 2, erlittener Schaden minus 2. Ja, ist ganz nett. Aber wie auch immer. Ich würde sagen, lassen wir es gut sein, Leute. Beim nächsten Mal geht das dann so richtig frisch los hier. Nordres, I guess, willkommen. Schöne Mission. Einfach entspannt, wirklich. Ganz, ganz, ganz entspannt. Hat ja auch kein Limit oder so, wie man sehen kann. Einfach mal interessante Verteilung eben. Insofern, bis zum nächsten Part, Leute.